Freunde, ich habe keine Ahnung, wie man die Scheiße spielt, aber herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon, mit dabei haben wir an dieser Stelle den guten Blasehase. Was geht, Bruder? Komm, jetzt heute ganze Video nett sein zu mir. Perfekt, Digga. Ich habe nichts gehört, weil ich Kopfhörer gar nicht drin hatte, aber ist eh egal, war wahrscheinlich eh nichts Wichtiges. Von daher, let's go, Freunde. Bei diesem Video gehen wir in zwei verschiedene Maps rein, weil man kann das eigentlich zusammenspielen. Ihr habt aber noch die Sicht von dem lieben Blasehase nebenbei. Also, Heide, bist du bereit? Mir egal, wir gehen rein. Hey, hey, what, you? Ich muss kurz was Wichtiges loswerden, denn jetzt gibt ihr was zu zelebrieren, Freunde. Ich habe das Wort noch nie benutzt. Meinem Leben, aber egal, jetzt benutze ich es. Und ihr könnt sogar was gewinnen, Freunde. Denn Leute, wenn ihr jetzt unten auf den App in der Link wenn ihr jetzt auf den Link in der Videobeschreibung klickt, dann kommt ihr zur App Gallery, Leute. Das ist eine neue Galerie, wo man sich Apps runterladen kann, Leute. Also genauso wie alle anderen App Stores. Und funktioniert ganz easy für alle Android-Telefone, Leute. Und das Geile hierbei ist halt einfach, jetzt gibt hier so viele Bonis, die ihr kriegt, wenn ihr reinkommt, Freunde. Dass es sich einfach nur lohnt, das Ganze mal zu machen, weil ihr kriegt Sachen geschenkt. Das ist wie kostenloser Flohmarkt, nur besser. Zum Beispiel, Leute, laden wir uns einfach mal jetzt Lords Mobile runter. Wie bei allen anderen Stores kann man es ja auch einfach ganz easy runterladen, Leute. Und wegen Cloud Saving könnten wir theoretisch sogar einfach unseren Spielstand hier drauf übertragen und hier weiter zocken. Kommen wir jetzt aber zu dem wirklich geilen Teil, denn ihr kriegt 50 Euro Willkommenspaket, wenn ihr reinkommt, Freunde. Einfach so auf euren Necken kriegt ihr diese Points. Dann kriegt ihr sogar noch 100% Huawei Points zurück, wenn ihr sozusagen irgendwas in-game kauft, und ein Point ist also 1 Euro. Heißt, ihr kriegt 100% von dem wieder, was ihr in-game gekauft habt, nur halt als Point. Und das könnt ihr dann auch wieder in allen Spielen benutzen und überall wieder Skins kaufen, wie zum Beispiel bei Bronzers, was ich vom Zweckkanal bringe. Aber das war noch nicht genug. Es wird noch krasser, Freunde. Denn die ersten 1000 Leute, also die ganz Aktiven von Make Squad, die können jetzt 20 Euro einfach free kriegen. Also, Heide, schnell runterladen, Freunde. Guckt gar nicht mehr zu Ende. Ladet runter, holt euch diese 20 Euro auf Nackenbonus. Und jetzt, warte, kurz festschnallen. Huawei und ich verlosen 3 Huawei-Telefone. Aber das tut so klar. Alter, was geht ab? Ihr könnt einfach Handys gewinnen. Jeder kann hier mit gewinnen, Freunde. Und falls ihr allgemein irgendwelche Fragen zur App Gallery habt, Leute, einfach unten in der Link gucken, in der Videobeschreibung. Da ist alles notiert. Runterladen und Dankeschön. Ich geh so raus. Und inshallah, Digga, mache ich 3 Leute von euch glücklich bei diesem Handy. So, Freunde, ihr seht jetzt gerade schon, ich und Blade sind hier gerade im Splitscreen. Also, links bin ich, rechts ist Blaze oder keine Ahnung, wie mein Cutter das gemacht hat, aber auf jeden Fall irgendwie so. Von daher würde ich sagen, let's go, Digga. Aber ab und zu geht wieder auf meine Sicht, weil ich glaube, wir wollen gar nicht sehen, wie hart Blaze manchmal verkackt. Aber gut, wir starten direkt mit dem allerersten Level. Die Sache ist bei diesem Deathrun, Freunde, wir müssen einfach nur irgendwie gucken, dass wir hier sterben. Von daher. Hä? Was löst gar nicht aus? Hast du erst. Ja, ist easy, Bruder, okay. Das ist ganz easy. Ja, erste Level ist easy. Hast du schon gemacht oder standest du gerade währenddessen auf Karo einfach irgendwo rum? Nö. Okay, ich bin Level 2. Level 2. Ja, wahrscheinlich auch wieder Falle, ne? Denkst du? Weiß ich nicht. Ich versuche mal zu dodgen, Freunde. Wir dodgen hier erstmal alles. Und an sich, warum dodge ich überhaupt? Kann man hier ins Portal? Wow. Ja, wow. Ja, dann muss man eh in die Falle, oder? Teleportiert. Ja, man muss in die Falle. Perfekt, Digga. Hätte ich aber direkt reinlaufen können, anstatt da ganz versuchen, das Ding zu machen. Okay, Level 3. Ich glaube, jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Ja. Nee. aber nee, wir müssen diese Bären einsammeln, Leute. Das ist nämlich die Sache. Wir müssen diese Bären einsammeln, damit wir am Ende noch ein paar extra Level freischalten. Habe ich nämlich total vergessen zu sagen. Also bringt das gar nicht, wenn wir uns hier direkt killen. Und ich wette mit dir, wir haben jetzt auch schon 1-2 Bären verpasst. Nee, ich glaub nur du. Hast du die eingesammelt? Ja. Ey! So, bam, Digga, ich hab einen Bär bekommen. Baba. Und jetzt kann ich mich killen. Wow. Hast du dich gekillt? So many dumb place to die. Ja, so, Level Nummer 4 und nicht Nummer 1. Hätte das noch jemand von euch, Digga? Okay, yes. Was ist yes? Ich klick den Bär einfach mal. Oh, da. Ah, erwischt, Digga. Da oben ist noch einer. Okay, warte, yes. Was kommt? Ja, ich glaube, der Bär hat uns gerade aufgefressen oder so. Level 5. Reminder, no teasing the Oh mein Gott, wir dürfen einfach die Dinge ins Insassen nicht anmachen. Okay. Hey, sie ist. Oh, lol. Als ob das mal geklappt hat. Ich habe mal irgendwie in die Mode gemacht und Zelle geht auch bei dem Typen. Geht das hier auch? Echt? Nee, beim Bär hat das geklappt, Digga. Jetzt müssen wir uns. Ja. Aber man kommt da gar nicht hin. Sag mir nicht, ich muss auch Emote da machen, dann killt er mich. Also, wir schauen uns erstmal die anderen Räume an. Nee, ich glaube, das. Da geht jemand den Zwerg da. Sieht so aus wie du. Deine Oma sieht auch so aus. So, okay, dann. Komm, Bruder, kill mich. Ja, das klappt nicht. Ah! Hey! Okay, doch klappt. Komm, kann ich boxen? Boah, was ich probiere, ihn zu dumsen. Nein! Scheiße. Ja, okay, direkt einen Typen gemobbt, deswegen bin ich gestorben. Aber ich feiere das, Digga. So, ich habe aber auch gehört, Freunde, der Anfang soll hier echt leicht sein. Wir haben es bis jetzt fast immer so easy rausgefunden. Jetzt soll sozusagen langsam dieses schwierige Teil kommen. Jetzt haben wir hier die Kanone. Bist du auch bei der Kanone? Ja. Okay. Hier steht da Respawn Cannon, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. So, was machen wir jetzt? Ich denke, wenn wir uns rüberschießen, dann werden wir eh wieder Barriere und sterben oder so. Aber wir probieren mal, Ah, nee, wäre gut, wenn wir sterben. So, zack, rein und...
You died from a cock. Oh, wir hätten auf den Kaktus gehen müssen. Was ein Zufall, dass ich einfach trotzdem gestorben bin. So, Level 7, Digga. Mann, hier machen wir eine Shotgun. Komm mir aber nicht raus. Das ist ein Teddy. Wo ist Teddy? Ja, Teddy! Ich weiß nicht, wo der Teddy ist. Teddy! Wo ist der Teddy? Der ist rechts, du Idiot. Ich sehe keinen. Bei mir sind nur überall Dinosaurier und Büsche und... keine Ahnung. Ja, rechts hinter der... Oh! Ich glaube, wir müssen die Dinosaurier... ja, wir müssen die Dinosaurier abschießen. Aber was bringt uns da? Aber wie killen wir uns dann damit? Warte, vorher will ich ein Dingens finden. Keine Ahnung. Den Teddy. Ich schieße einfach mal alle ab. Was? Ja, glaube ich, habe keine mehr. Ah, da ist noch einer. Oh! Oh! Digga, da war einfach so ein Typ hinter mir. Jetzt habe ich den Bär aber trotzdem nicht gefunden. Keine Ahnung. Jetzt hier wieder rausfinden, wie wir sterben. Was soll ich machen? Na, Teddy. Von Treppe springen. Pack, bringt nichts. Teddy, wo hast du einen Teddy gefunden? Küche. Oh, Küche? Ah, was geht, Bruder? Habibi. Okay, Leute, wir haben Teddy. Dann kriegen wir sogar echt vielleicht noch das extra... dann kriegen wir vielleicht sogar extra das... ey! Dann kriegen wir doch das extra Level am Ende, Mann. Jetzt hab ich's. So. Okay, hier, ich wette mit euch, wir finden gleich irgendwo was, wo wir diese Gardine aufmachen können. Und dann am Ende springen wir da einfach durchs Fenster und fallen auf den Boden oder sowas. 100% irgendwo ein Schlüssel oder sowas oder so ein Knopf oder ein Seil, wo man dran zieht. Okay, wir haben einen Knopf gefunden. Aha. Open Blind. Hä? Okay, wir können aber doch nicht runterspringen. Storm ist coming, geht auf den... oh! Okay, Blaze, weißt du, wie es geht? Kannst du es denken? Ich glaube schon, ja. Erzähl. Wir müssen uns in den Pool stellen und da warten, denke ich. Ja, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, warum sollte man sich nicht bei einem Gewitter in den Pool stellen oder allgemein in Wasser stellen? Schreibt echt mal in die Kommentare, Freunde. Aber an sich eigentlich sollte ich gar nicht jetzt, glaube ich, sterben, weil ich habe ja so einen Gummianzug an. Keine Ahnung. Egal. Ich bin trotzdem im Pool. Heide, kill mich jetzt. Und... Freunde, so, Level 9, Digga. Boah, war erfrischend. Digga, ich weiß, wie viele Level hat das Ding hier überhaupt? 15, glaube ich. Ey, was ich vielleicht denke, vielleicht finden wir hier gleich einen Grappler oder so, können da hochgehen und dann nochmal mit Fallschaden uns killen. Oder wir ersaufen uns hier in diesem Ding drin. Könnte auch sein. Ja! Blaze zu dieser 30-jährige, 50-jährige Lehrer, Digga, der immer so... Kennt ihr das, Leute? Dieser Typ, der einfach die ganze Zeit, man redet mit dem die ganze Zeit... Genau. Also nur, falls ihr das kennt. Oh. Hast du irgendwas? Ah. Ja. Was? Und zwar, du kannst diese Slurp-Dinger kaputt machen. Die haben zwar keine Hitbox, so, also das wird nicht angezeigt, aber du kannst sie kaputt machen. Ey, aber dann healen wir uns. Warum soll ich jetzt alle kaputt machen? Ja. Oh, kann ich den Boden auch kaputt? Nee, hä? Ja, gut, Baba, dann lass erstmal alle komplett hochheilen. Egal, Freunde, mach einfach mal alle kaputt. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Am Ende kommt vielleicht wieder so ein Ding und klatscht uns von oben um. So, das müssen jetzt die letzten sein. Hier passt jetzt ein bisschen auf. Oh, oh! Oh, das ist jetzt offen. Also, ey. Auf sowas muss man erstmal kommen. Du bist in Slurp ertrunken. Junge, das ist eine Art und Weise zu sterben, Freunde, Alter. So kann man leben. Okay, weiter geht's jetzt hier. Sind wir im Hinterhof bei Blaze, seinem Zuhause. Boah, Blaze, Digga, sag mal, wie kommt man hier weg? Keine Ahnung, Digga. Sie sind die Türen verschlossen. Ah, Digga, und das hier ist dein Setup. Hier machst du mal Videos? Stabil, Digga. Boah, oh, hier ist sogar dein Bruder. Hallo, was geht? So schlecht, Digga. So schlecht. Oh, ich hab was gefunden. Ich hab auch was gefunden. Aha. Nix, Bruder, alles gut. Ist dein Bruder. Was hast du nur gefunden? Das ist egal. Hä? Das sage ich jetzt nicht. Okay, dann verrate ich meins auch nicht. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben sowieso das gleiche gefunden. Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee. Was hast du gefunden? Sag du zuerst. Sag mal, dann sage ich meins auch. Nee, sag du zuerst. Alter vor Schönheit. Okay. Nee, ich hab dann mute dich. Was? Bastard. Ich habe einen Lüftungsschacht gefunden. Okay, perfekt. Und du? Ja, ich habe auch schon ganz einen Lüftungsschacht gefunden. Ich wollte gucken, ob du es mir verraten würdest, wenn ich es nicht wüsste. Aber oh, ich habe einen Bär! Ja, was geht, Habubi? Habu, was geht, komm hier, du... ich habe was ganz anderes gefunden. Wie das gerade aussah, Junge. Das hat so gepasst, dieser Remote. Oh, okay, ich bin rausgekommen. Perfekt, jetzt sind wir hier im Tresor, glaube ich. Aber das ist noch nicht das nächste Level. Oh. Wir haben uns immer noch nicht gekillt. Wir haben jetzt den Weg gefunden. Killen, ja. Oh, Geld klauen. Zack, zack, zack. Und dann werden wir locker von der Polizei erschossen, Digga, weil wir Dingens. Ihr wisst schon. Ah, ja, ja. Cool, da sind die Bullen, Digga. Ja, mein Name ist Ahmed. Na und? Wollt ihr mich jetzt abschießen? Ja? Ja? Ja, guck. Siehst du? Siehst du? Immer dasselbe, Freunde, immer dasselbe, man kennt's. Level 11. Oh, ja, ja, ich bin auch da, Digga. Hier haben wir jetzt Leuchtturm. Boah, ey, Freunde, kennt ihr diese Minecraft-DT-Map von ganz früher, Digga? Das erinnert mich gerade unnormal daran. Hä? Nein, sag mir nicht, das Jump'n'Run. Oh, bitte. Oh, nice, Digga, geil. Oh, oh, nice. Eigentlich kann ich runterspringen und einfach gucken, ob ich so sterbe. Aber wenn ich nicht sterben sollte, dann alles umsonst. Von daher, Digga, ich gehe erstmal komplett hoch. Zack. Bam, sind wir schon oben?
Nee. So, hier. Zack. Boah, Ehre, Digga. Fresh on Eis. Das ist geil gemacht hier. Echt stark gemacht. Ja. Oh! Ey! Nee, es geht sogar noch höher. Aber na Junge, rechst du jetzt! Am Ende ist eh wieder einfach nur, ja, spring runter, kill dich. Hier hin. Bam, auf ganz easy. Was ist jetzt Turn of the Light? Ey, das ist kein Eis. Das ist 100% Zombies. Das ist 100% so. Ja, keine Zombies, aber wenigstens habe ich keine elektrischen Skills und deswegen bin ich zu dumm gewesen und habe einfach mich verbrannt. Okay, Level 12, Digga. Jetzt sind wir hier in der Hood, Digga. Lowrider, Habub, Digga. Erstmal Ding ins Tank einfach anzünden. Achso! Okay. Ja, das ist easy. Hä? Das ist easy, Digga. Ich stelle mich hier hin, Digga. Komm, vielleicht machst du sogar noch Salto über seinen Kopf, wenn ich schaffe. Ich habe Bär gefunden. Ein Bär? Mhm. Ich habe hier Bär gefunden. Bei Level 12? Ja. Aber warum kommt hier kein Auto? Warte. Hä? Jetzt kam wieder ein Auto. Wenn ich jetzt wieder hier hingehe? Nichts. Jetzt gehe ich wieder rüber. Hä? Was? Und wie, wo ist jetzt dieser Kackbär? Ah, ich habe ihn. Okay. Ah, warte, Freunde, wir dürfen, glaube ich, nicht hingucken. Hä? Nein, ist doch close. Okay, wieder ohne hingucken. Ja, es klappt, es klappt, es klappt. Okay, ich bin tot. Ja, ich hab's geschafft. Let's go, Digga. wir dürfen einfach nicht in beide Richtungen gucken, wenn wir über die Straße gehen. Krass gemacht, Digga. Okay, Level 13, Digga. Boah, ist jetzt schon gekommen, Digga. Das sind diese ganzen Loot aus Amerika, die dich kaputt hauen, weil die Packung Nudel haben wollen. War ja während Corona-Zeit war das ja hier in Deutschland nicht anders, Digga. Haben sich Leute wegen Klopapier gestritten. Ich schwöre, hab ich auch live gesehen bei Rewe. Also das ist echt krank, was hier manchmal los ist, Leute. Werdet auf jeden Fall hoffentlich nicht so. Werdet nicht so. Gönnt den anderen immer was. Ist aber hier nur Späti. Kann ich mit dem Einkaufswagen raus? Oh, vielleicht wenn ich den klaue, werde ich verfolgt. Ja. Nee, hä? Was geht da ab, Digga? Juch! Oha, Bruder! Ach so, er hat aber Iced Out ein Auto. Hallo, was muss ich mit dem Kackding machen? Muss ich das hier reinparken? Nee, auch nicht. Hast du es schon, Blaze? Ich habe aber gerade was gefunden. Und zwar bei diesem Iced-Out-Wagen. Ach, das ist gewollt, dass der Iced-Out ist? Ich glaube schon, ja. Guck mal, Nummernschild. Put the groceries in the... Ah, lol. Okay, Blaze hat Map schon durchgespielt. So, zack. Und, was? Ja, das ist ganz normaler Tod. Ja, kennt ihr das nicht, Leute? Wenn der Einkaufswagen nicht zurückbringt, Digga, dann kommt der einfach so 10 Kilometer in die Luft. Wetten wir jetzt, Freunde, wenn ich ohne Händewaschen hier rausgehe, sterbe ich? Wollen wir wetten wegen Corona? Please wash your hands. Nochmal Hände waschen. Please wash your hands. Es kostet 20 Sekunden. Bitte, bitte. Überall diese Dinge. So komplett übertrieben. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Oh, hier ist ein Bär. Wo? Sag ich nicht. Hey, ah, hier. Ich hab ihn. Wir sind jetzt hier im letzten Raum, Digga, aber warum? Ah, Dick Hand in Trap. Einfach, anstatt Hände zu waschen, sollst du deine Hand einfach in Mülltonne stecken. Du bist so krass, willst du das nicht machen, Digga, dass du schon so, letzte Chance. Nein, will ich nicht, Digga, will ich nicht. Und tot, Digga. Gestorben einfach, weil er keine Hygiene gehabt. Und jetzt Level 15. Das sieht aus wie das letzte Level, Digga. So vom Design her. Es könnte echt so Endlevel warte, sein. Das ist so nummeriert, ne? Ja. Oh, warte, das funktioniert. Wir drücken einfach mal drauf. 30 Sekunden. Was hab ich gemacht? Ich hab drauf gedrückt. Was hab ich gemacht, Blaze? Hallo? Ah, du musst, glaube ich, in der Zeit jetzt. Ja, die zwei. Jetzt muss ich hier rüber zu 3 gehen. Oh mein Gott. Also, 3. Komm. Komm. Bitte 4. 4 und jetzt nur noch die 5. Wie viel Zeit hast du? 5 Sekunden noch. Und die 6 muss ich auch noch. Oh mein Gott. 3. 2, 1, 0, ich hab's doch geschafft, oder? Bitte, hab ich's? Hallo? Oh, ich hab's. Ich hab's, glaube ich, auch. Hab ich's? Ich hab's verkackt. So, jetzt habe ich noch viel bisschen mehr Zeit, Freunde. Und das letzte, let's go. Die beschützen den Bär. Achso, jo, wie schnell sind die? Hallo? nein, den Bär nicht bekommen. Oh, shit. Ich will wenigstens noch extra Level. Bitte. Secret Level gesperrt. Restart und finde alle Bären. Meint er das ernst? Hast du das Level wenigstens bekommen? Nee, ich hab's nicht bekommen. Oh mein Gott, okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir das nicht bekommen. Von daher, macht's gut. Man sieht sich beim nächsten Video. Haut da rein.